Hallo, da bin ich wieder und stelle euch die Instrumente des Orchestre Philharmonique du. Hoi. Moment, hier steht: Quatsch kein Blech, stell es lieber vor. Okay. Hier in der Philharmonie gibt es jede Menge Blech. Aber dieses hier klingt am schönsten. Wie stelle ich euch die drei am besten vor? Ich habe eine Idee. Mit einer Olympiade der Blechblasinstrumente. Drei Musiker im Kampf um Gold, Silber und Bronzeblech. Ich bin der Leo, ich spiele Horn. Ich bin Adam und ich spiele die Trompete. Ich bin Leon, ich spiele Posaune. Erklärt uns doch mal als erstes, wie auf eurem Instrument ein Ton entsteht. Zuerst kneifen wir die Lippen zusammen. Dann pusten wir die Luft durch die Lippen. Und mit dem Mundstück klingt dann so. Es gibt Kessel- und Trichtermundstücke. Welches Mundstück passt wohl zu welchem Instrument? Das kleinste Mundstück ist ein Trichter und gehört zum Horn. Posaune und Trompete haben ein Bechermundstück. Wir kommen zu unserer allerersten Disziplin. Dort geht es um Kraft, Kondition und Ausdauer. Wir kommen zum Tonmarathon. Wer hat den längsten Ton? Ein spannender Wettkampf. Nein, Leo ist raus. Aber Leon und Adam bleiben dran. Wer kann durchhalten? Oh! Adam fliegt raus und Leon hält und hält und hält. Es ist unglaublich. Best Zeit für Leon. Leon gewinnt den Wettkampf. Bei unserem nächsten Wettkampf geht es um die Tonhöhe. Wie wird die eigentlich auf den Instrumenten verändert? Das finden wir jetzt heraus. Ich habe drei Ventile hier. Wenn ich die Ventile tätige, der Luftweg wird länger. Und je länger der Weg, desto tiefer wird der Ton, ja? Und wie ist es bei dir? Ich habe einen Zug. Und wenn ich mache den Zug hier, ja, der Ton ist höher. Wenn ich mache den Zug hier, der Ton ist tiefer. Lass mal hören. Okay. Macht ihr alles über die Rohrlänge oder wie wird da der Ton noch verändert? Wir arbeiten auch sehr viel mit der Lippenspannung. Ich zeig mal. Also kein Ventil gedrückt, alles nur über die Lippen. Genau. Damit sind wir bereit für unseren nächsten Wettkampf. Es ist der Tonhochsprung. Wer spielt den höchsten Ton? Trump!
Ja, nach dieser sportlichen Höchstleistung, kleine Verschnaufpause bei unseren Athleten. Alle Instrumente sind ja aus einem Blechrohr gefertigt. Aber welches Rohr ist eigentlich am längsten? Adam, zeig uns doch mal deine Trompete. Ich werde das mal messen. 60, 90, 1,34 Meter. Gut, dann schauen wir mal bei dir. Leon, wie lang ist die Posaune? 1,10 sind auf jeden Fall mal 2 Meter, 2,80, 2,90 und über 3 Meter. Mal gucken, ob das Horn da mithalten kann. Okay, 50, 80, 90. 1 Meter. 2 Meter, aber jetzt geht's erst richtig los hier. 3,70. 3,75 Meter. Das Horn besteht aus dem längsten Rohr. Respekt. Moment mal. Ein Alphorn? Moment mal, ja, das geht doch nicht. Rote Karte. Wir kommen zum großen Finale, dem Spielspurt. Wer kann die Melodie am schnellsten spielen? Auf die Plätze für die Posaune. Fertig und... Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Mal gucken, was Adam auf der Trompete dagegen halten kann. Auf die Plätze, fertig. Sehr gut nachgelegt. Da hat eindeutig die Trompete schon mal die Nase vorn. Jetzt muss Leo auf dem Horn zeigen, ob er sich da noch drüber legen kann. Auf die Plätze. Fertig. Jedes Instrument konnte einen Wettbewerb für sich entscheiden. Wir haben also ein Unentschieden. Und deswegen bekommen alle drei Instrumente verdientermaßen eine Goldmedaille. Ihr wart toll, großartig, wunderbar. Aber jetzt wollen wir alle drei noch mal zusammen spielen hören.